Aber diese Dispensationalisten, sie interpretieren Offenbarung Kapitel 2, Vers 3 übermäßig symbolisch als Kirchenzeitalter. Aber wir haben schon geklärt, dass es sich hier um buchstäbliche, wortwörtliche Kirchen, Ortsgemeinden handelt in den verschiedenen Orten in Asia. Und natürlich können wir Lehren daraus ableiten, das auf uns beziehen. Aber es macht null Sinn, das irgendwie als Kirchenzeitalter auszulegen. Und das werde ich dir zeigen. Ich meine, erstens sagt die Bibel nichts davon. Du kannst das biblisch null beweisen, dass es irgendwie Zeitalter sind. Nein, sondern es geht um buchstäbliche Gemeinden. Ich meine, die Gemeinde in Ephesus ist die Gemeinde in Ephesus. Das ist eine Gemeinde. Das ist nicht symbolisch gemeint. Okay? Aber siehst du, diese Leute, die an diese Kirchenzeitalter glauben, an die sieben Kirchenzeitalter, was sie sagen ist, also Gemeinden heutzutage sind lau. Ja, sie sind nicht voll Eifer für den Herrn, sie sind lau. Deswegen sind wir im laodizeischen Zeitalter. Aber weißt du, was ich dazu sagen würde? Hey, während ihr mit euren Lauen, mit euren Schwachen, mit euren Loser-Gemeinden im laodizeischen Zeitalter seid, machen wir als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, halt eine Zeitreise. Wir spielen Star Trek oder Star Wars. Wir machen eine Zeitreise und gehen zurück in das Zeitalter der Gemeinde von Ephesus. Bleibt ihr ruhig in eurem laodizeischen Zeitalter? Seid ihr ruhig lau? Seid ihr ruhig schwach? Wir machen eine Zeitreise. Wir sind in einem anderen Zeitalter offensichtlich. Denn wir sind nicht lau. Und Gemeinden heutzutage sind lau. Okay, bezieht das auf eure Gemeinden, bitteschön. Nicht auf unsere Gemeinde. Dann stehen wir halt außerhalb von Raum und Zeit, sind im anderen Zeitalter. Denn wir sind nicht lau. Wir sind keine Loser. Wir sind keine schwache Gemeinde.